Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, Kostens und Steine Thesen, Garantien, Spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit Kani und Max. Heute eine kleine Mini-Sonderfolge, beziehungsweise wie lang oder kurz sie wird, das wissen wir noch gar nicht. Ich möchte diese Folge Zwischenruf nennen, denn es gibt so ein paar Sachen, über die ich sprechen möchte und die haben aber, oder die würde ich wahrscheinlich vergessen bis zur nächsten Folge und da dann vielleicht auch und ach, keine Ahnung. Ich habe mir ja einen großen Zettel gemacht, das mache ich sonst nie bei Wiederaufführung. Ich bin quasi halbwegs vorbereitet. Worum soll es in dieser kleinen Ausgabe gehen? Wir haben ein paar Punkte und die nennen sich einmal, haben wir die Verlosung zur Blu-ray von Die Regenschirme von Cherbourg, die wir hier live quasi jetzt machen werden und dann könnt ihr das Ergebnis hören. Es gab einen Kommentar zu der großen Freiheit Nummer 7 Folge, auf den ich gerne eingehen möchte, weil ich das mit Schreiben irgendwie nicht so habe gerade. Dann möchten wir auf einen Dokumentarfilm von befreundeten Podcastern hinweisen, der gerade in der Mache ist und da läuft eine Kickstarter-Kampagne, Finding Planet Porno. Und dann haben wir Midsommar gesehen. Das ist ein neuer Film, deswegen passt das eigentlich gar nicht zur Wiederaufführung. Aber den werden wir dann hier auch nochmal ganz kurz so ein bisschen besprechen. Der startet am 26. September. Und dann geht es abschließend nochmal ganz kurz auf den Punkt, den habe ich betitelt mit Filmpodcast-Tipps. Das ist so eine kleine Aktion, konzertiert vom Thomas von Schöner Denken, wo ein paar Leute was zu ihrem Filmpodcast-Konsum schreiben und ein paar Folgen empfehlen. Und genau, das wird dann so der letzte Punkt sein. Fangen wir vorne an. Gewinnspiel Die Regenschirme von Cherbourg. Ihr als fleißige Dauerhörer habt natürlich auch die Folge Nummer 157, Le Parapluie de Cherbourg gehört, liebe Öhrchen, zu denen ich gerade spreche. Und da hatten wir ja erwähnt, wir haben aus welchem Grund auch immer zweimal die britische Blu-ray hier bei uns rumliegen und haben dann beschlossen, ja, dann müssen wir eine irgendwie loswerden. Und was gäbe es da Schöneres, als sie einem unserer Hörer oder der Hörerin zukommen zu lassen? Dazu musste einfach nur bis Ende Juli 2019, falls das jetzt jemand hier Jahre später hört, auf unserer Webseite wiederaufführung.de die Folge kommentiert werden. Und da haben sich zwei Kommentare angesammelt. Einmal hat Dennis kommentiert und einmal der Christian. Und deren beiden Namen haben wir jetzt hier auf separate Zettel geschrieben. Und jetzt wird hier notariell überhaupt nicht beglaubigt oder sonst wie gleich ausgelost und wir gucken uns mal kurz in die Augen. Wie machen wir das? Du hast gesagt, in die Luft werfen. Ja, werfen in die Luft, nicht fangen. Ich werfe hoch und du fängst. Ja. Oh Gott. Aber nicht zu hoch. Und denk dran, ich häng im Mikro. Okay, ich werfe jetzt die beiden Zettel hoch und ja, wenn einer genau gefangen wird, dann ist das der Gewinner. Und ich grinse schon vor mich hin, als los. Spannung steigt. Zweiter Versuch. Ich weiß auch noch nicht, wie die Windfeld ist. Ich bin jetzt dir geflogen, ich wollte nicht anspringen. Ich habe einen. Ja. Genau mit zwei Fingern gefangen. Das ist voll. Der Gewinner der britischen Blu-ray von Die Regenschirme von Cherbourg ist Dennis. Alles klar. Dennis kriegt dann demnächst jetzt, hoffe ich, vielleicht sogar heute noch eine Mail von uns. Das muss ich mir unbedingt aufschreiben, wo ich den Stift hingelegt. Hier. Dennis, gewonnen. So. Dennis, gewonnen. Ja, Dennis werde ich dann wahrscheinlich entweder per Mail oder auf Twitter anschreiben. Herzlichen Glückwunsch, alle anderen, die leer ausgegangen sind. Naja, aber ich glaube, der Christian hat auch geschrieben, er kennt den Film und hat ja auch die anderen Filme von jetzt habe ich den. Die Vorgänger hat er ja auch gesehen, die Mädchen von Rochefort. Oh Gott, ne? Von Michel Legrand, nee, nicht, oh Gott, ist das peinlich. Jacques Demy, natürlich, weil der Regisseur hatte von dem auch weitere Filme gesehen. Und alle, die vergessen haben mitzumachen, denen sei auch nochmal gesagt, am 22. August erscheinen ja die Regenschirme von Cherbourg plus die Mädchen von Rochefort hier in Deutschland von Studio Kanal auf Blu-ray und ich glaube auch auf DVD. So, da freue ich mich drauf. Ich möchte den anderen Teil auch mal sehen. Abgehakt. Das ist ja schön, das geht richtig gut voran. So, dann kommen wir zu dem Thema Kommentare. Direkt am Tag des Erscheinens unserer neuesten, jüngsten Filmsprechung zu Große Freiheit Nummer 7 hat der Kollege namens Steffelowski, ich überlege gerade, ob das eigentlich zwingend männlich ist oder ich das wieder einfach nur meine. Steffelowski hat bei uns auf der Webseite wiederaufhören.de bei der Folge zu Große Freiheit Nummer 7 kommentiert am 28. Juli, gar nicht am Abend. Er schreibt, ich zitiere, lag's am Wetter, am Film, an der Kanzlerin?
Das war dieses Mal eine gute Standwurzelbehandlung ohne Betäubung. Selten bis nie habe ich eine WA-Folge gehört, die so gelangweilt und so wenig inspiriert herüberkam wie euer Abriss zu Große Freiheit Nummer 7. Besonders Caroline schien keinerlei Interesse an dem Film zu haben. Auch wäre hier sicherlich ein bisschen mehr an Vorkenntnissen in Sachen Film im Dritten Reich sowie zur Historie der Nazizeit im Allgemeinen und im Besonderen wünschenswert. So klang einiges doch leider ein wenig naiv und regte eher zum Lachen an. Immerhin gab es somit, unfreiwillig, ein bisschen Humor. Aber sicherlich klappt es beim nächsten Mal wieder besser. Ganz bestimmt. Viele Grüße aus Hamburg. So. Grüße zurück. Ja, moin. Dazu möchte ich Stellung nehmen. Ja, dann leg mal los. Genau, also ich kann das nicht so richtig hundertprozentig teilen. Also der Punkt gelangweilt, oder andersrum, ich habe mir die Folge jetzt, glaube ich, mittlerweile mindestens dreimal angehört. Ich habe mir jetzt vor dieser Aufnahme direkt nochmal angehört. Ich habe sie natürlich, bevor wir sie veröffentlicht haben, nochmal angehört. Haben sie nach der Veröffentlichung nochmal gehört. Deswegen ist es natürlich sehr gut möglich. Und ich war ja auch bei der Aufnahme dabei. Das ist ja auch immer nochmal ein Faktor, wie man Sachen wahrnimmt. Oder wenn wir zum Beispiel lachen und jemand hört das nur, aber sieht gar nicht, was vielleicht gerade komisches hier bei uns passiert ist. Und wir erläutern das nicht. Sind ja alles so Faktoren, die mit reinspielen können. Kann aber ganz klar sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass wir gelangweilt waren. Also das kann ich irgendwie, oder da fehlt mir irgendwie ein konkreter Punkt, woran sich das festmachen lässt. Also ich finde, wir haben klar und deutlich gesagt, ich hatte ziemlich viel Spaß und der Film hatte mich fasziniert. Du hast gesagt, du bist mit ihm nicht so richtig hundertprozentig warm geworden und fandest ihn stellenweise, glaube ich, langweilig. Aber dass wir jetzt im Gespräch selbst gelangweilt waren, den Eindruck hatte ich nicht oder kam mir zumindest nicht so vor. Ja, also ich habe die Folge noch nicht fertig nachgehört, muss ich ehrlich sagen. Unfassbar. Ja, ich habe mich auch schon gefragt, ob vielleicht diese Kombination bei mir aus Müdigkeit und wenig Gefallen am Film vielleicht langweilig wirkt. Also ich habe das jetzt mehr auf mich bezogen. Ja. So, da würde ich aber zum Beispiel dagegen halten, dass wir uns ja viel an den Beziehungen so und an Figuren abgearbeitet haben und gerade beim Nachhören habe ich auch so ein paar Mal so festgestellt, ja, da waren eigentlich ziemlich interessante Beobachtungen auch dabei oder sehr auch interessante Perspektiven von dir, wenn du dann so sagst, ja, die eigentlich tragische Figur für dich ist eben die Leiterin vom Hippodrom und der Hannes, den hält eben eigentlich seinen Bruder vor allem da und das war so der letzte Anker, der ihn an Land hält und eigentlich will er auf See fahren. Ja, das also ja, bräuchte ich irgendwie dann nochmal konkreter gerne, was da eben so gelangweilt gewirkt haben. Wenig inspiriert, kann ich nicht so hundertprozentig was dafür oder dagegen sagen, weil ich nicht genau weiß, also wie sich das anhört, wenn wir dann inspirierter wären. Oh, keine Ahnung. Also, da weiß ich nicht. Ja, kann ich so nicht richtig mit anfangen, was jetzt die Inspiration sein soll, die wir haben oder nicht haben. Ach, ich nehme das so hin. Also das ist, ja. Dass es seine Meinung gut ist. So, und ja, dieser Punkt Vorkenntnisse zum Film im Dritten Reich, Schrägstrich Historie der Nazizeit, da finde ich, das macht, glaube ich, eigentlich auch unseren Podcast aus oder ist auch so ein Gedanke, den ich zumindest immer mit seit der Anfangszeit hatte, sowohl als wir das eben mit Christian gemacht haben, als auch eben jetzt mit dir, dieses, dass man eben auch in gerade auf die ganzen weißen Flecken der Landkarte stößt, eben Filme, die man noch gar nicht gesehen hat und größtenteils eben auch ohne sich jetzt ganz tief immer in die Geschichte eingelesen zu haben. Deswegen weiß ich da auch nicht genau, also ich finde, man kann das als Erwartungshaltung haben, dass wir irgendwie Vorkenntnisse haben oder ich kann auch nicht genau sagen, da finde ich jetzt auch irgendwie so ein, zwei Punkte vielleicht nochmal wünschenswert, was so mit dem Thema Historie der Nazizeit im Allgemeinen und im Besonderen gemeint ist, also was, ja, was da jetzt ganz konkret irgendwie vorhanden sein soll, muss an Wissen. Jetzt habe ich leider den Faden knapp verloren. Aber wir haben eigentlich, finde ich, auch klar gesagt, was wir so grob gesehen haben, was wir vorhin auch nicht gesehen haben. Du hast es auch mehrmals gesagt, du kennst quasi die Feuerzangenbowle so ungefähr. Aber ich kann mich daran nicht mehr so erinnern, schon lange her. Aber ich bin mir auch wirklich einig, ich habe gesagt, dass es für mich sozusagen die erste richtige Begegnung jetzt so ist in diesem Bereich. Ich bin ja in diesem Bereich gar nicht bewandert. Genau, also
Ich meine, das kann sich ja alles jetzt noch ändern und alles, aber das ist jetzt so für mich auch noch wirklich ein weißer Fleck gewesen in der Hinsicht. Ja, ich finde, das ist immer, also ich habe, wie gesagt, selbst wenn ich jetzt nochmal ganz intensiv nachzähle, komme ich vielleicht sogar mittlerweile auf 10 Filme oder so, aber das ist für mich auch immer nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt aus so einem riesigen oder sehr großen Filmschaffen, eben gerade in den Jahren 39 bis 45, vielleicht auch schon ab 33. Und dass das für uns ja wirklich so eine Entdeckungsreise ist und wer eben tiefer noch in diese Materien, nee, oder andersrum. Also diese Vorkenntnisse zu erwarten, finde ich, ist okay, kann man formulieren als Erwartungshaltung, aber würde dann auch sagen, ja, das kommt dann gut vor, dass wir das knallhart enttäuschen können, weil, ja, nein, also weißt du, ich, also auch wenn ich jetzt irgendwie, ja, Fellini ist ein großer Meister, Kubrick ist ein großer Meister, aber trotzdem sehe ich deren Filme vielleicht dann trotzdem zum ersten Mal und mache mir dann trotzdem erstmal Gedanken, warum könnte das damals großartig gewesen sein? Wir haben ja damals, Christian und ich auch, von Chaplin so einen Film geguckt, so einen Film, wir haben Chaplin einen Film geguckt und waren da beide auch nicht sehr angetan und hatten da jetzt, glaube ich, auch uns nicht großartig irgendwie in die Geschichte nochmal eingelesen oder so, also die Stellung jetzt von Chaplin oder all so eine Sachen. Also, ja, sich so gemischt im Sinne von, ja, okay, kann ich verstehen, aber den, oder ja doch, den Anspruch habe ich manchmal schon selbst so, dass ich denke, so, jetzt bereite ich mich mal noch ganz intensiv vor, merke aber, nö, das haben wir eigentlich sonst auch nicht gemacht und das wird wahrscheinlich auch weiter so bleiben und es wird eben auch so ein bisschen, gerade dieses, was er hier eben als naiv beschreibt, so, dass das dadurch aber auch kommt, also auch ein bisschen gewollt ist, ja. Ja, man hat uns kalte Wasser reingeworfen. Ich meine, den Tag wusste ich ja nicht mal, welchen Film wir gucken. Genau, so, und das haben wir aber auch gesagt, deswegen, ja, so finde ich diesen Punkt halt so ein bisschen so, okay, wenn die Erwartungshaltung da ist, das freut mich ja irgendwie auch, dass wir vielleicht so gesehen werden als ein Podcast, der sich auskennt, sage aber auch ganz klar, es gibt so viel, wo ich mich nicht auskenne und wo ich einfach diesen Film entdecken möchte und kennenlernen möchte und mir daraus dann vielleicht neue Sachen dann wieder entstehen oder so. Ja, genau. Und fehlendes Interesse hatte ich hier nochmal als letzten Stichpunkt. Habe ich jetzt auch nicht so, ja, hüdeldüm, so. Das wäre so das, was ich dazu sagen wollte. Genau, und wie gesagt, gerne, Steffelowski, gerne auch nochmal, wenn möglich, irgendwie so konkrete Punkte, ein, zwei konkrete Punkte vielleicht anbringen oder so, was dich da so gestört hat, dass es für dich wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung war. Vergleich fand ich sehr schön. Wiederaufführung, wie ein Zahnarztbesuch. Das wird unser neuer Slogan vielleicht. Aber ich finde es allgemein schön, wenn da überhaupt Resonanz kommt, also wenn der Kommentar kommt, das ist doch schön. Also genau, da hat sich jemand, hat gleich am Erscheinungstag die Folge gehört, ist also wahrscheinlich auch ein Stammhörer, so wie ich das lese. Und dann hier gleich so einen Text zu schreiben, ich kenne mich, ich höre verhältnismäßig viele Podcasts, behaupte ich, viele Podcasts und kommentiere das eher selten oder mal mit zwei Zeilen bei Twitter. Und das ist eine kleinere Nummer als das, was hier geschehen ist. Ja, ich weiß gar nicht, so Thema Podcast und wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was haben wir so für Vorkenntnisse? Du bist ja eigentlich auch mehr noch so bei Serien aktiv, ne? Ja, also deutlich mehr. Also ich will mich jetzt gar nicht mal so unbedingt in der Filmwelt jetzt mehr so zugehörig so führen. Ich bin ja wirklich sehr, sehr extrem Serienfach mit angekommen und habe dementsprechend auch meinen Blog, den ich betreibe, der heißt Kali Serienoase. Und dieser Blog hat auch seit neuestem einen Podcast, einen eigenen, der nur Serienoase heißt. Und den machen Max und ich auch zusammen und haben im Fokus koreanische Serien, also K-Dramas. Ja, die sozusagen auf der weißen Landkarte nochmal ein extra Weiß für mich darstellen. Also dass das dann vielleicht sogar umgekehrt. Dann ist es genau umgekehrt, so wie es jetzt hier ist. Du guckst ja auch Filme, so ist es ja nicht. Ne? Ja, also ich hab in der Jugend ganz, ganz viele Filme geguckt. Genau. Also da habe ich extrem viel, viel an Klassikern und mich aufgenommen und ich bin auch immer noch überrascht, wie viel ich davon zehre. Und dann gehen wir natürlich auch relativ viel ins Kino. Aber jetzt im Alltag, da gucke ich ja doch eigentlich immer, welche Chance habe, eine Serie. Also das ist schon so, dass ich da allgemein sehr drin bin. Genau. Ja.
Dann gab es noch einen weiteren Kommentar von Dennis zu unserer 7 Samurai-Folge, wo er auch nochmal unseren schönen Hauptpunkt gefährliches Halbwissen ansprach und meinte, wir würden uns im asiatischen Kino, wäre nicht so unsers. Da hätte mich jetzt, hatte ich auch nochmal nachgefragt, kam aber bisher noch keine Antwort, darum hier nochmal der Aufruf, Dennis, was genau meinst du? Und da habe ich den Anspruch, das auf jeden Fall zu ändern. Ja, also ich habe auf jeden Fall riesige Lücken im asiatischen Kino, definitiv, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und genau, würde mich auch wieder interessieren, ob er da irgendwie ganz konkret Sachen meinte oder was er da so gedacht hat. Gerne da auch nochmal eben die bei den Kommentaren zu 7 Samurai nochmal weiter kommentieren, Dennis. Danke. So, haben wir den Punkt auch abgehakt. Dann kommen wir zu einem Film, den es noch gar nicht richtig gibt. Eine Dokumentation mit dem Titel Finding Planet Porno. Das ist über den Menschen, der war mir bis gerade auch unbekannt, Howard Zirn. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Der ist, war Pornoregisseur und in gewissen Kreisen gilt er als Kultfilmer. Und Finding Planet Porno ist ein Dokumentarfilm über ihn. Der wird erstellt von Regisseur und Produzent Christian Genzel. Der macht unter anderem den von mir sehr geschätzten Lichtspielplatz als Filmpodcast. Und der Editor dieser Doku ist niemand geringer als René Hoffmann von unseren Freunden des Hauses, den Abspannguckern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die schon ganz schön viel Material gebastelt und gemacht. Aber ein bisschen mehr Finanzen sind ja sowieso immer hilfreich und ja, hat sich wohl gerade eine kleine Lücke aufgetan. Deswegen, wenn ihr Finding Planet Porno, den Dokumentarfilm, unterstützen möchtet, dann gibt es eine Kickstarter-Kampagne, die läuft noch bis zum 22. August 2019, also jetzt noch rund knapp nicht mehr ganz 3 Wochen. Dazu geht ihr einfach auf findingplanetporno.com oder ihr geht auf die Seite der Abspanngucker oder des Lichtspielplatzes, da findet ihr dann bestimmt auch nochmal Links, aber findingplanetporno.com führt euch zu der Kickstarter-Kampagne, um die Fertigstellung dieses Dokumentarfilms zu unterstützen. Wie das so üblich ist bei Kickstarter-Kampagnen, gibt es verschiedene Goodies und Level, je nachdem, Level in Anführungszeichen, je nachdem, wie viel ihr da spenden möchtet, von lustigen Bezeichnungen wie dem Dry Hump über den Penisaurus bis zu Emperor Wang, könnt ihr euch da in unterschiedlichen finanziellen Höhen beteiligen und kriegt dann eben das Übliche von einer wirklich ernst gemeinten Danksagung bis hin zur Möglichkeit, dass ihr dann später DVD, Blu-ray, Soundtrack-CD, signierte Poster standen, glaube ich, mit als Goodie dabei oder sogar dann, wenn es richtig viel Asche ist, die ihr da lasst, kriegt ihr auch den Producer-Credit. Und sogar einen Eintrag in der IMDb. Also, Finding Planet Porno, eine Doku in the making, die über findingplanetporno.com via Kickstarter gerne unterstützt werden kann. Damit sei hier einmal groß die Werbetrommel gerührt von Christian Genzel vom Lichtspielplatz und René Hoffmann von den Abspannguckern. Uhu. Wieder ein Haken gemacht. So, das läuft ja jeder. Ja, faszinierend. Und das alles in nicht mal... Ah, doch schon über eine Viertelstunde. Ja, nächster Punkt, Midsommar. Midsommar ist dieses Jahr schon vorbei, das war... Irgendwann im Juni. Gut, ich wollte gerade 30.06. sagen, aber eigentlich ist ja immer 21.06. Das ist so unterschiedlich, das weiß ich gar nicht. Nee, warte mal, Sonnenwende März und September, aber die... Ari Aster hat einen neuen Film Ende rausgebracht, Juni. Ja. Heißt Midsommar. So viel zum Thema vorbereitet. Ja, da bringe ich jetzt. Ich will dir schon den Weg rausgehen. Ja, nee, 21. Also, ich habe hier zwar einen Kalender hängen, oder steht es bestimmt nicht drin. Ja, manchmal steht es drin. Also, am 21.03. ist auf jeden Fall. Die hört die Sonne oben auf und dreht ab. Und am 21.09. dreht sie dann unten. Ja, und ab. Im Juni ist dann so, irgendwann Midsommar. Ja, eigentlich. Müsste doch am 21. Jetzt hast du dir den Zettel runtergeworfen. Ich gebe ihn sofort auf. Ja, der Dennis gewonnen. Du, ich weiß auch so, dass Dennis gewonnen hat. Ja, du, aber ich muss mir das ja... Naja, ich werde dir schon nachher nicht hinterher treten. Midsommar. Ari Asters neuer Film nach Hereditary, sein zweiter Spielfilm aus dem Jahre 2019. Eine, wie ich meine, amerikanisch-schwedische Koproduktion. Gedreht unter anderem auch in Ungarn. Gefördert vom Mediaprogramm der Europäischen Union, ist ein Film, den du gerne mal kurz zusammenfassen kannst, wenn du möchtest. Ach Gott, das ist ja bestimmt wieder kalt. Ja, im Fokus ist tatsächlich die Beziehung von Danny und Christian. Ja, genau. Die seit beinahe 4 Jahren zusammen sind und
nicht sehr glücklich miteinander. Das liegt darin, dass ihre Familie sehr, sehr viel Stress bereitet und das auf die Beziehung wirkt. Und als Christian schon so weit ist, mit ihr Schluss zu machen, geschieht ein großes Unglück in der Familie. Ein großes Familienunglück, und er ist für sie da und traut sich nicht, den Absprung zu wagen. Und ein halbes Jahr später beschließt er dann, mit seinen Freunden nach Schweden zu fahren. Zum Midsommerfest. Zum Midsommerfest, genau, weil sein Kumpel Pelle daherkommt und sozusagen sein Dorf reinbringen möchte. Und Dani schließt sich dann spontan einfach mal an. Ja, so also wird gefragt und wird aus Höflichkeit gefragt, keiner will sie haben und sagt ja. Sie sagt auch noch ja. Und dann reisen sie zu fünf dahin. Genau. Das ist eigentlich, ja, dann kommen sie an und dann geht's los. Ja, und dann entwickelt sich ein sehr interessanter Film. War nicht zur Zusammenfassung jetzt okay? Ja, ich glaube, wer an Midsommar interessiert ist, der weiß, oder ich weiß gar nicht, was man mehr wissen möchte. Du hast mich so skeptisch angeguckt, als ich gedacht habe, ein halbes Jahr später. Ja, mit dem halben Jahr, ich habe keine Ahnung, ob das ein halbes Jahr war. Ist, naja, weißt du, warum ein Gedanke war, am Anfang schneit's und dann ist nach Sommer und Midsommar ist ja im Juni. Ja, das war mein Gedanke, ein halbes Jahr weiter, weil es das gleiche Semester war. Also, das war meine tolle Kombinationsgabe. Ja. Ja, fang du mal an. Was möchtest du so zu dem Film sagen? Oder andersrum. Ich glaube, den machen wir jetzt wirklich relativ spoilerfrei. Ne? Wir haben jetzt auch nicht weiter gesagt, die kommen da an in dem Dorf, und das soll völlig genügen, weil jeder den Film. Also, der Film startet am 26. September hier in Deutschland, bringt Weltkino in die Kinos. Und wir haben eben, ja, waren eben schon in der Pressevorführung dabei. Und genau, deswegen würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen allgemeiner drüber und Spoiler vielleicht mal in einem anderen Podcast, wenn wir irgendwo zu Gast sind, wo es um aktuelle Filme geht. Alles klar. Ich fand, der Film hat wunderschöne Bilder, wunderschöne Kulissen, auch sehr, sehr schöne Kamerafahrten und vor allen Dingen auch sehr eigenwillige Kamerafahrten, die mir sehr gut gefallen haben. Also ich fand ihn sehr, also der hat ja, was hat er für eine Länge? 2:27 oder so, also ja, 2,5 Stunden fast. Also ich fand, die waren sind sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Also der kam mir nicht langatmig vor, der ist mir sehr kurzweilig vorgekommen tatsächlich. Zeit ging schnell vorbei, hat auch eine schöne Spannung schön aufgebaut. Hat mir sehr gut gefallen, auch die Darsteller überzeugen sehr gut. Habe mich sehr gefreut über Jack Rayner, den habe ich das letzte Mal gesehen in Sing Street, als ja. älteren Bruder. Und wie gesagt, ich habe kurz gedacht, so Mann, wo kommt dieser uneheliche oder nicht verwandte Bruder von Chris Pratt her. Und das hast du vor 2 Jahren schon bei Sing Street gesagt. So ändert sich die Zeiten nie. Naja, ich habe Midsommar, fand ich auch sehr schön intensiv. Ich habe auch schon bei Letterboxd einen kleinen Text reingesetzt. Du hast auf deinem Serienoase-Blog auch jetzt gerade einen Text veröffentlicht. Genau. Noch. Ich habe, ja, also Spaß ist immer so ein bisschen so eine Sache. Es gibt ja auch hier ein paar unangenehme Zwischenfälle. Aber hat halt, finde ich, eine sehr schöne Stimmung, ist definitiv nicht, wenn man ihn denn als Horrorfilm bezeichnen möchte, der typische im Dunkeln alle rennen durchs Haus und schreien rum Horrorfilm, sondern es ist halt Midsommar, und Midsommar heißt, die Sonne geht nie unter. Wer tatsächlich schon mal in Nordschweden, Finnland oder sonst wo nahe des Polarkreises war, der weiß das. Da dämmert es dann höchstens mal so ein bisschen, aber es wird halt nicht dunkel, und man ist da, wenn man nicht da wohnt, muss man sich da erstmal dran gewöhnen. Wir waren mal ein paar Nächte in Kiruna und ja, das es wirkt nicht wie aus der Zeit gefallen, aber es ist irgendwie, als würde die Zeit dort anders ablaufen. Und vor allem die ganzen Rentiere oder Elche, ich weiß nicht genau, die da über die Straße laufen. Naja, auf jeden Fall ist das schon eine sehr besondere Gegend sozusagen. Ich finde auch, also die Ausstattung ist sehr schön, sowohl die Kostüme, die Bühnen, die gebauten Häuser, all die... Die Malereien fand ich fantastisch. Malereien. Auf allen Ebenen. Es ist sehr klarer Stil, der angewandt wird, eben mit sehr langen Kamerafahrten, wo sich nicht nur im Vordergrund eben Sachen abspielen, sondern auch im Mittel, im Hintergrund, wo man dann so manchmal auch Details entdecken kann oder Sachen, die quasi in einem Schwenk zu sehen sind. Und ich denke da vor allem an einen Hammer, der vorkommt, und der taucht eben einmal auf, und dann denke ich mir sofort, na, alle anderen haben keinen Hammer, das wird doch irgendwas zu bedeuten haben, und ja, völlig überraschend. Also ich finde, der Film hat sehr viel Foreshadowing. Ja, nee, genau, also ich habe bei dem Film das Gefühl gehabt, ich
werde nicht dadurch überrascht, wie es ausgeht, sondern höchstens im Sinne, wie diese Sachen dann ganz konkret ablaufen. Also für mich ist irgendwie so ganz klar, oh, hier passiert was Böses, ne? Aber wie das dann eben erzählt wird, das ist eigentlich die Kraft, die Qualität und das eben so eine sehr interessante Atmosphäre hat der Film für mich eben, gerade eben so dieses Sonnenlicht macht sowas aus, das Verhalten natürlich der ganzen Charaktere dort. Ja, und dementsprechend kann ich auf jeden Fall nur eine Empfehlung aussprechen und sagen, wenn der Film dann startet, guckt ihn euch an. Wenn ihr ganz zart beseitet seid, sucht euch jemanden, der vielleicht nicht ganz so zart beseitet ist. keine Ahnung. Ja, nein. Also es gibt so ein, zwei Momente mit Gewaltspitzen, aber selbst die sind, nee, weiß ich nicht, das wirkt auf jeden Menschen anders, aber die fügen sich ein in dieses Gesamtfilm, also sie wirken nicht völlig rausgefallen. Ja. Also ich fand den Film auch sehr schön, mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich würde ihn auch weiterempfehlen. Ja, und ich finde auch, so wie Hereditary, also Ari Asters Vorgängerfilm schon... Den fand ich schwächer, mir hat der besser gefallen, muss ich sagen. Wie schon Hereditary auch, finde ich, Humor, / schwarzen Humor, besaß. gibt es das auch in Midsommar immer mal wieder. Szenen, die so böse sind, dass man vielleicht auch ein bisschen ungläubig lacht und... oder vielleicht auch so absurd wirken. Ich denke da gerade in eine Szene im Finale, wenn sich Hände berühren oder jemand anderem den Hintern anfasst. Das hat ja nicht so schnallt. Ich denke, sie hat Hände berühren. Ja, das hat schon eine, also es ist einfach so, es wirkt absurd, aber das ist im Rahmen der Erzählung ist das nachvollziehbar, dass sich das so abspielt, finde ich. Und hat mich sehr gut unterhalten. Midsommar kommt in Deutschland ab dem 26. September in die guten Kinos. Kommt der dann bei euch auch ins Kino? Das ist der Plan. Es wird noch final ausgewürfelt, ob das alles so geht mit den Startzeiten und so. Also genau, in Rostock ist er, also jetzt hier ganz konkret für Rostocker Hörer, ist er geplant. Ich glaube, im Sinister Lütten Klein als ganz normal eben auf Deutsch. Und wenn er bei uns startet im LIVU, im Lichtspieltheater wundervoll, dann rein als OMU-Fassung, also im Original mit Untertiteln. Und genau, wir haben ja das Glück gehabt, dass wir ihn jetzt in der OV sehen konnten. Ja, ich lese es ja immer nicht mit, ich gucke ja mal hin. Bei schwedischen Passagen habe ich zwar auch so, ja, das Wort habe ich jetzt auch nochmal verstanden, aber war schon nicht verkehrt, dass da was drunter stand. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung mehr. Genau. Ja, Midsommar. Eine tolle Reise nach Schweden. Hast du noch einen Punkt auf der Liste oder sonst mehr? Einen Punkt habe ich jetzt noch. Jetzt habe ich noch die Filmpodcasts. Na, dann leg mal los. Und ich habe mir gerade noch überlegt, oh Mann, jetzt werde ich auch versuchen, bei dieser Folge wieder Kapitel einzubauen. Und ich hoffe, ich denke dran, das auch zu machen. Und na, wenn toi, ihr jetzt toi, bis hierhin gehört habt und euch denkt, warum hat der keine Kapitel eingebaut, dann habe ich es anscheinend nicht hinbekommen. Der letzte abschließende Punkt ist das Thema Filmpodcast-Tipps. Filmpodcast-Tipps? Wie? Was? Genau, kann auch jeder einfach machen. Unter dem... Ich weiß nicht, wie ich das gerade anfangen wollte oder beenden wollte. Aber ich lasse es auch einfach drin, weil Schneiden ist sehr anstrengend. Filmpodcast-Tipps. Thomas von Schöner Denken, ein sehr schöner Filmpodcast, hat sich ein paar Menschlein gesucht und die angeschrieben und gefragt, sagt mal, ihr hört doch eigentlich anscheinend auch viele Filmpodcasts. Wollen wir nicht mal so eine Art monatlichen Kurzbrief machen für alle Menschen, die noch nicht so richtig wissen, welche Filmpodcasts kann man eigentlich mal hören oder gibt es so ganz tolle Episoden, die man mal hören sollte. So als vielleicht kleiner Wegweiser im riesigen deutschsprachigen oder nicht nur deutschsprachigen, sind auch fremdsprachige Filmpodcast-Tipps dabei. Und genau, diese kleine Aktion wird konzertiert eben von Thomas von den Schöner Denken. Mit dabei ist Becky, die macht unter anderem und die macht sehr viele Podcasts, an denen sie teilnimmt. Unter anderem die Kulturpessimisten. Sie hatte oder macht noch die Klassiker der Filmgeschichte. Ist, glaube ich, bei Früff Frauen reden über Fußball. Ist das die richtige Abkürzungsausschreibung? Sie ist bei sehr vielen Podcasts dabei. Genderbeitrag ist ihr Twitter-Kürzel. Christiane von den Brainflix ist dabei und von Audiophil und neuerdings auch Rantvoll. Die hat Tipps am Start. Daniel vom Spätfilm,
der Alexander von den Abspannguckern und der Max von der Wiederaufführung, das bin ich. Und wir geben monatlich bis zu 3 Tipps jeder, was man sich so anhören kann. Und unter dem Hashtag Filmpodcast-Tipps, was für eine Überraschung, könnt ihr bei Twitter dann auch immer sehen, was so für den Monat oder für den abgelaufenen Monat, ich weiß es gar nicht, ich glaube, manche Folgen sind vielleicht auch ein bisschen älter und gar nicht aktuell, so empfohlen worden ist von uns. Ihr könnt aber auch einfach auf die Webseite von Schöner Denken gehen und euch da das angucken. Da sind die ganzen Sachen auch nochmal aufgelistet. Da findet ihr die Links zu den jeweiligen Folgen und könnt euch da dann vielleicht neue Podcasts, Filmpodcasts entdecken. So. Und ihr seid ein festes Team, ja? Also. Genau, es sind jetzt 2 Ausgaben raus, Juli und August. Und ja, mal gucken, ob dann irgendwie auch mal sich das abwechselt oder jemand dazu kommt, jemand weggeht, keine Ahnung. Das ist so ein typisches Mal gucken, wo der Weg lang führt. Ist sie noch keiner gegangen, so ungefähr. Ja, finde ich aber spannend. Ja. So, und damit ist dieser Zwischenruf eigentlich ausgefüllt. Rückmeldung zu dieser Folge gerne unter wiederaufführung.de. Da könnt ihr dann die Folge euch raussuchen und gerne kommentieren. Darf ich noch was sagen, bevor du komplett dicht machst? Ja, klar. Und zwar, da ich ja vorhin nochmal gesagt wurde, mit dem asiatischen Kino, dass wir da nicht so bewandert sind. Ich habe da wirklich den Ansporn für mich gesetzt, dass ich das ändern möchte. Und ich freue mich da über jede Hilfestellung. Und da Max und ich uns ja in der Filmauswahl jetzt immer abwechseln, könnt ihr mich gerne inspirieren. Und wenn ihr irgendwelche Filme zum Vorschlagen habt, die man unbedingt gesehen haben müsste aus dem asiatischen Kino, dann bitte bitte kommentiert das einfach oder sagt uns Bescheid. Ich freue mich da über jeden Hinweis. Ich hebe hier warnend die Hände, wenn jemand sagt, gebt uns Filmtipps. Ich glaube, wir haben eigentlich auch, oder Christian hatte bei Letterboxd mal eine Filmvorschlagsliste angelegt, aber tatsächlich könnte man mal wieder irgendwie. Achso, ja, so, dann komm, dann gib's mir doch mal. Ich weiß nicht, welche Filme da jetzt aus dem Stand draufstehen, muss ich nachgucken. Achso, jetzt siehst du das. Aber es existiert eine Liste, ich weiß gar nicht, ob asiatische Filme auch draufstehen. Gut, das gilt natürlich für alle. Das Ecken, übliche, ne? Ich kenne das ja, ne? Guck doch mal den Film, den musst du mal gucken. Ja, der ist gut, ne? Und ja, natürlich, meine Watchlist auf Letterboxd ist, glaube ich, knapp kürzer als die Liste meiner gelockten Filme. Ich glaube, es ist irgendwie so 1710 zu 1708 oder so. Meine Watchlist ist. Aber das ist auch eben mit neuen und alten Filmen komplett. Auf jeden Fall, genau. Also, das trotzdem freue ich mich immer über Inspiration und das. Ich freue mich auch immer über Interaktionen. Ja, wo möchtest du diese Tipps bekommen? Auf wiederaufführung.de? Auf wiederaufführung.de unter der Folge, auf Twitter, je nachdem, wie es euch am liebsten ist. Hauptsache, die erreichen uns. Jo. In diesem Sinne würde ich mich hier verabschieden wollen. Jo. Ich verabschiede mich hiermit. Ciao. Ja, ich sage jetzt auch Tschüss. Und dann bis zur nächsten regulären Ausgabe.